Das habe ich mir auch geholt. Können wir kurz mal reingucken im Trailer. You really don't remember anything? What you were fighting about? What happened next? Listen, there's something at the end of this road that you don't want to find. Memory is a slippery thing. Think about when somebody asks you about this ride later. And your brain will flash back for a second when you say this. And it'll show you a frozen snapshot of yourself. Sitting in this car, talking to me, like we are right now. These were things I remembered. Remembered from clues I found along the highway. Oh, Puzzle, cool. There's a price to be paid for everything on this highway. Come on, time to be forgiven. And time to hit the road. Das mit dem Impfmuffel, das kann ich auch nachvollziehen. War ich ja genauso. Dass man einfach nur keinen Bock hatte, sich zum Arzt zu setzen. Oder halt. Und sich dann da pieksen zu lassen. Gut. Dann habe ich mir hier noch so ein paar kleine Strategiespiele geholt, noch ein kleines Baseballspiel, aber ich denke mal, das werde ich für mich alleine spielen, das werde ich nie im Stream spielen. Life is Strange True Colors. Ich glaube, da brauchen wir uns keinen Trailer dazu angucken. Und das hier, Swoboda 45 Liberation. Aber ich glaube, da haben wir auch schon so oft Trailer geguckt und habe ich auch schon so viel davon erzählt. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt was gucken dazu. Ja, Mann. Ey, wenn du in Forza Horizon schlecht bist, dann können wir mal zusammenspielen, weil ich bin eigentlich auch ein total beschissener Rennfahrer. Und ich habe das mal eine Zeit lang mit Kamelzel zusammengespielt. Ich habe nie eine Schnitte gegen den gesehen. Ich weiß nicht, was sie hier verrissen haben. Das ist jedes Mal, das ist mir gestern auch passiert, wenn ich das Spiel das erste Mal starten will am Tag. Da bricht es mir das immer ab. Ja. Na, mich würde mal interessieren, ob das jetzt in Sachsen wirklich so ist. Mit diesen Tests, dass da Selbsttests ausreichen, ohne dass die zertifiziert sind. Weil wir hatten damals, also bei uns ist eine auch nicht geimpft, noch nicht. Und ich meine, den Chefs ist es egal, weil die sind genauso Impfmuffel. Bis Impfgegner, würde ich fast schon sagen. Denen war das scheißegal, bloß wenn dann mal wirklich eine Kontrolle kam und die war so Schisser und da habe ich extra nochmal mit der zusammen im Internet geguckt, wenn jetzt so ein Test oder so eine Kontrolle kommt, was das für ein Test sein muss und da stand auch drin, also entweder muss die von einer zertifizierten Person gemacht worden sein oder direkt in so ein Testzentrum drin. Bloß, dann hieß es ja gleich am Anfang wieder, so einen ersten Tag jetzt am Mittwoch.
dass sie darauf verzichten, weil viele sich einfach haben krank schreiben lassen. Das ist jetzt schon ausreicht, wenn du selber einen Test machst. Aber ich weiß nicht, ob das bloß dummes Gequatsche war oder ob das wirklich so ist, dass sie das jetzt bei uns in Sachsen ein bisschen gelockert haben. Weiß ich nicht. Zutrauen würde ich es uns dummen Sachsen? Ja. Naja, das war ja damals, ich sag mal damals, letzte Woche Mittwoch, da ist die erste Straßenbahn, ist nicht gefahren. Da stand zwar, das wäre aus betrieblichen Gründen, aber da wurde dann schon wieder spekuliert, ja, die sind alle zum Arzt gerannt und so und bla bla bla. Aber komischerweise am nächsten Tag ging es dann wieder, deswegen, Aber ich würde jetzt hier, bevor ich hier wieder stundenlang rumrenne, ich kann doch... Ach, ich könnte jetzt, wenn die Funktion gehen würde, könnten wir jetzt sogar Abstimmungen machen. Was wir als nächstes machen? Das wäre ja cool. Nee, wir waren hier. Und ich kann doch hier meine eigenen Marker irgendwie setzen, Markierung setzen. Und zwar war das Silberhandrätsel. Und wie geht das jetzt oben auf dem Denkmal? Ach, Space nehmen. Okay, cool. Da haben wir uns jetzt den Ort markiert. Und da kann ich jetzt lieber die Geschichte weiterspielen, weil mir ging das gestern dann so auf den Sack hier sinnlos rumzurennen, ohne dass ich wirklich weiterkam. Mich hat's teleportiert. Bevor ich jetzt hier. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir müssen. Hier hin. Machen wir hier gleich mal eine Schnellreise oder ich setze hier erstmal einen Marker hin. Machen wir eine Schnellreise. Dass wir hier mal weiterkommen. Also wie gesagt, das waren so Sachen, die jetzt bei uns die Chefs so ein bisschen rumposaunt haben, aber denen glaube ich in der Beziehung da kein Wort. Hier in dem Gelände dürfen wir doch mit der Ehen wieder reden können, denke ich mal. Wir haben ja jetzt so Fortschritte gemacht. Oh, der hat aber schnell geladen. Die war oben, ne? Ich müsste jetzt hier oben noch was anderes anheften. Dazu muss ich aber den Fall wechseln. Das ist ein goldener Käfig. So. Hier. Hinweis anheften. So. Vieles Batman. Aber das wissen wir ja. Das hatten wir ja schon. Einerseits wünsche ich dem Typen auch den Tod. Also wenn ich das hier alles sehe. Also ich gönn's ihm, dass der Elefant den. Alter. Oh, what the fuck. Also der kann mir erzählen, was er will. Der ist garantiert kein Tierfreund gewesen.
think of anything else right now. I can't think of anything else right now. I can't think of anything else right now. Also die sagt uns jetzt nichts, glaube ich. I can't think of anything else right now. Aber willens, weitere Fragen zu beantworten, falls wir mehr herausfinden sollten. Aber wir haben doch, seit wir das letzte Mal mit der geredet haben, haben wir doch einiges rausgefunden. Das ganze, der ganze Abschnitt bei der Ausgrabungsstelle war doch neu. Hä? Komme ich in dem Fall jetzt weiter? Hatten wir jetzt gerade dieses komische Schimmern. Muss ich da nach draußen gehen jetzt? This young lady has a childish interest for her age. Man sieht von hier das Gelände draußen. Das ist das Zimmer vom Vater. Das ist ihr Zimmer. Ihrem Fenster aus sah sie nur, wie das Tier ihren Vater am Hals nach oben riss.